Also wenigstens mein Kaffee hätte mich ja wohl austrinken lassen können, oder? Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu den Chunky Lands. Das ist jetzt der Tag, an dem die zweite Folge online geht, wo ich dieses Video hier aufnehme. Und wow, euer Feedback, ich bin ja schon so ein bisschen platt. Ich habe mich selbst so gehypt hierfür und fand das geil, aber dass ihr das genauso geil findet... Wow, es kamen Fragen nach meinem Shader, deswegen möchte ich da als erstes schnell was zu sagen. Dafür graben wir hier mal ganz schnell wieder auf, weil ich das da unten am besten zeigen kann. Und zwar wurde ein bisschen kritisiert, so hey, der sieht schon ziemlich cool aus und so, aber was macht der Shader denn, wenn es zu dunkel wird? Und deswegen stelle ich mich jetzt mal hier in irgendein dunkles Eck. Ich mache mal schnell ein dunkles Eck. Komm mal hier die Fackeln weg. So, das ist, jetzt ist es hier dunkel, ja? Das ist jetzt dunkel. Jetzt mache ich mal den normalen, so war der Shader bis jetzt noch, ja? War hier einfach dunkel. Und jetzt mache ich die neue Version davon rein. Was ist denn jetzt los? Mein Handy vibriert. Und sobald ich mich dahin bewege und wieder zurück, sollte das Licht etwas heller werden. Also man hat es mal... Jetzt wurde es gerade heller. Siehst du? Ist ein bisschen heller. Wir gehen nochmal zurück. Zack. Viel dunkler. Noch nicht so viel, wie ich will, aber von der Idee her. Denn was ich gemacht habe, ist, dass ich die Helligkeit jetzt anpasse, wenn man sich in dunklen Bereichen befindet. Funktioniert ja auch nicht ganz so geil, aber ich habe das wirklich so weit getestet, das ist jetzt fast schon wie bei Vanilla. Hat ein bisschen Quellcode gebraucht und so weiter, aber darum soll es heute nicht gehen, das war jetzt nur so als Tipp und der Shader wird es auch irgendwann zum Download geben, sobald ich damit fertig bin. Genug gesagt, wir bauen heute an allem hier weiter und weil es Nacht ist, traue ich mich momentan auch nicht zu dem Dschungeljunk, wo das letzte Mal die Katze gestorben ist. Ach, siehst du, das ist auch ein Skelett, das würde mich wahrscheinlich instant runterschießen. Sondern ich möchte erst hier noch ein bisschen weiterbauen. Wir haben jetzt hier unsere Chest und alles hier. Das ist ja schön und gut. Ich muss mal echt was... Warte, wir machen mal... Nee, das traue ich mich nicht, okay. Okay, siehst du, aber ich habe Sound, das ist schon mal ein Anfang. Ich möchte ja hier mir so ein kleines Zuhause einbauen und alles. Und als eine notwendige Sache ist ja, dass ich hier dann quasi so ein bisschen... ja, zubauen möchte, beziehungsweise hier dann das Feld habe und hier halt so eine kleine Wand. Ich denke, wenn man hier reinkommt, wird das coolste sein, wenn die Wand tatsächlich... Vielleicht bauen wir auch gar keine Wand. Wir bauen... Bauen wir eine Wand? Ich bin unentschlossen. Auf jeden Fall bauen wir erstmal... Bauen wir erstmal hier zu. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen so... Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich mal hier hingehe und das hier mit Leitern ausbauen werde, weil das ein bisschen blöd, so wie es momentan ist. Da kann man nämlich hier durch so einen Leiterschaft runter und das macht die Sache dann schon mal ein bisschen einfacher. Dann kann ich nämlich hier tatsächlich zubauen. Dann haben wir da hinten unser Loch und alles und dann passt das auch. Ich würde sagen, wir wir moven erstmal die Crafting Bench hier rüber. Ich würde sagen, hier hin. Dem Ofen haben wir auch nichts mehr drin. Es ist wirklich schön, ich kann mich zurückerinnern, vor ein paar Folgen. Da hatten wir noch richtig wenig und mussten voll gucken, dass wir genug Ressourcen haben und so. Und inzwischen läuft das alles schon viel, viel besser. So, wenn wir den jetzt hier hinmoven, dann können wir hier noch eine Fackel hinhängen, dass hier auch wirklich überall genug Licht ist. Da hinten hängen wir auch noch eine hin. So. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ich hätte ja schon gute Lust, aber ich habe keine Rechte. Ja gut, dann habt ihr jetzt eben so ein monotones Rauschen im Hintergrund, wenn ich das nicht. Habe ich sogar sehr leise gedreht. Sehr gut. Also, wir nehmen mal die Kiste hier, glaube ich, und stellen sie noch da hinten hin. Dann können wir hier noch eine Kiste hinstellen. Und dann gucke ich mal, wie das hier aussehen würde, wenn wir hier zubauen würden. Das heißt für mich jetzt einmal schnell die Kiste leeren. Manchmal hätte man gerne Inventory-Tweaks, aber ich habe hier halt außer dem Shader-Mod wirklich nichts drin und möchte eigentlich auch nichts dazu machen. So, jetzt machen wir einen Trick 17 und zwar diesen Trick 17. Dass wir uns hier den... Na super, hat nicht geklappt. Oh, danke für die Melonen da drüben. Zack, zack. So, jetzt können wir die Chests einfach schnell neu hinstellen. Und was auch zum Beispiel geschrieben wurde zum Shader ist, dass er ein bisschen einen etwas zu dunklen Look teilweise, zu viel Tiefenschärfe drin hat. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass ich das schon rausgedreht habe und das eigentlich schon recht minimal geworden ist. Und dass das aber auch selbst einstellbar ist. Also ich werde da ein Video zu machen, wo ich euch erkläre, wie ihr das alles selbst machen könnt, so wie ihr das wollt. Da muss niemand mit zu viel Tiefenschärfe arbeiten. Und es ist übrigens, auch laut Wiki, bedeutet Tiefenschärfe dasselbe wie schiefen... Tiefenschärfe dasselbe wie Schärfentiefe. So, das bedeutet, ich spreche hier nicht die ganze Zeit falsch, sondern es heißt tatsächlich so. Ja, wie machen wir jetzt am besten weiter? Ich gehe mal kurz hin und baue mal schnell das, was ich mir hier
vorgestellt habe. Das wäre dann zum Beispiel so, dass hier das so zu wäre. Hey, das sieht eigentlich doch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und dann könnte man nämlich hier quasi auch den See so zweiteilen. So. Weil dann hätten wir nämlich hier unseren kleinen See und alles hier drin. Ist da irgendwas drüber? Nee, ist es nicht. Hier auch nicht. Mir wurde auch gesagt, dass Babyhühner hier drin absaufen können. Das tut mir ein bisschen leid für die Babyhühner. Weil dann haben wir hier quasi das so ein bisschen zweigeteilt. Hier können maximal noch Spinnen durchkommen, aber bei mir ist ja eh gut beleuchtet. Und dann können wir jetzt hier noch Kisten bauen. Also wir werden eh noch momentan noch keine Kiste brauchen. Könnte vielleicht hier noch ein bisschen... So, ja, das macht ein bisschen, das macht das noch ein bisschen angenehmer. Weil jetzt könnte ich mir eigentlich noch eine Tür craften. Vorausgesetzt, ich habe dafür schon genug. Hier habe ich. Oh, wir können sogar so eine coole Tür machen, weil wir... Aber es ist keine 1.8. Schade, sonst hätten wir schon so eine neue Tür machen können. Da kriegt man dann auch mehr Türen raus, vor allem. Oh ja, das sieht doch schon mal richtig cool aus. Und wenn jetzt irgendwas Böses da drauf auf uns lauert oder so, dann zeigen wir dem einfach den Mittelfinger. Hä? Fick dich, Böses. Ha. Okay, also Melonen haben wir, glaube ich, auch genug. Hier ist natürlich auch so eine Sache. Hm, aber das gehört ja eigentlich streng genommen nicht zu meinem Haus. Und mir gefällt das so hier eigentlich. Man könnte hier noch Zauntüren oder sowas hinsetzen, aber das macht die Sache auch nicht besser. Hier, so, jetzt sieht das noch ein bisschen angenehmer aus. Klar, es ist hier noch ein bisschen dreckig drin und alles, aber als erster Unterschlupf, hey, absolut okay. Dann hätte ich mir gerne Fackeln, damit wir, sobald es mal Tag wird... Leute, ganz im Ernst, ich mach mal schnell den Regen aus. Sowas nervt mich einfach. Dass der einfach immer so hässlich rumregnet. Das muss nicht sein. Es ist einfach dunkel und düster und sieht scheiße aus. Und da muss einfach nicht sein. So, da haben wir auch genug Fackeln und alles. Wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet, würde ich sagen. Brauchen wir sonst noch irgendetwas, bevor wir uns auf den Weg rüber machen? Ich würde sagen, nein. Wie sieht es denn auf unserer Zielseite aus? Bett wäre natürlich das nächste, da brauchen wir Schafe für, da sind wir noch nicht so weit. Vier andere Chunks, ein schönes Haus. Ist das hier eigentlich schon ein schönes Haus? Ich finde schon. Allein damit dieses Ziel erfüllt ist. So, und es wird übrigens auch gerade Tag. Und die ja, wie geil sieht das denn aus? So richtig schöne Gerade und dann kommt der kleine Ausländer hier drüber. Ah, habe ich nicht gesagt. Jetzt werde ich wieder für meinen schwarzen Humor angezeigt. Dankeschön, liebe Leute. Dann kriege ich wieder böse Kommentare von wegen, du bist ein fremdenfeindliches Rassistenschwein. Und das Einzige, was ich dazu immer antworten kann, ist Pegida. Okay, jetzt wird der Humor zu schwarz, glaube ich, wenn er schon auf die Satire von sehr fremdenfeindlichen aktuellen Organisationen, die es zu unterbinden gilt, geht. Das schneidet jetzt wahrscheinlich irgendjemand raus und ich sehe da, dass dann irgendwo ein Forum, wo drin steht, Hated Skate 702, er verbreitet falsche Botschaften und so. Sehr schön. Freut mich, dass ihr das auch alle so seht. Hey, es sieht cool aus hier. Ach cool, ich habe sogar eine Abkürzung in mein Haus. Ist vielleicht nicht so. Ach, guck mal, wie der Shader gerade schön aussieht. Das mag ich einfach in dem. Es sieht fast aus wie Vanilla, aber es hat eben doch das gewisse Extra. So, jetzt gehen wir aber mal wieder rüber. Vielleicht ist ja irgendwie eine Katze nachgewachsen oder sowas. Das wäre es noch. So nachwachsende Katzen für den Skate, der die halt gerne mal... Ist da irgendwie was Böses noch? Ein Creeper. Ja gut, das ist vielleicht ein böses Baby. Aber ich möchte darüber. YOLO. Ich werde... Eine Katze? Hä? Aber wir haben die Katze doch sterben sehen. Da ist eine Katze. Katze? Und drüber ein Creeper. Also Leute, heute entdecken wir eine neue Insel. Weil es mir echt gerade ein bisschen zu scharf ist, eine Katze zu retten, wo irgendwie direkt darüber ein Creeper ist. Und wer weiß, wie Katzen reagieren, der weiß ja, dass sie auf Creeper und Creeper auf Katzen und so relativ interessant reagieren. Aber auf jeden Fall so, dass man sich ziemlich sicher auch sicher sein kann, dass sie es nicht überleben würde. Oder der Creeper oder ich. Oder auf jeden Fall würde mindestens der Creeper hochgehen oder die Katze runterfallen. Das ist mir zu scharf. Da mache ich lieber einen auf Bed Wars und gehe mal auf zu neuen Zielen. Ich bin mal gespannt. Ich halte ziemlich viel auf diesen Mapmaker, muss man tatsächlich sagen. Weil er mir ziemlich fähig vorkommt, so, wie er das alles gebaut hat. Und ich bin mal gespannt, wie viel Mapmaking er tatsächlich reingebaut hat. Ich zum Beispiel wäre einfach mal hingegangen
und hätte die verrücktesten Dinge mir einfallen lassen. Dass zum Beispiel, wenn man sich diesem Island da drüben nähert, dass dann Hexen spawnen und so ein Scheiß. Das dürfte auch schon in der 1.7 gehen. Fände ich persönlich ziemlich lustig. Um nicht zu sagen, ich würde mir echt einen ablachen, wenn ich gleich von einem Potion getroffen werde und dabei sterbe. Das ist schwarzer Humor. Aber nur, wenn die Hexe weiß ist. Also zusammen mit dem, was ihr vom Intro gesehen habt, müsstet ihr mich inzwischen für einen Spast halten, oder? Okay, wir sind da. Und tatsächlich ein bisschen höher, als man das gedacht hätte, so. Und ich bin gespannt, was uns hier drin erwartet. Wahrscheinlich ein Spawner. Ein Hexenspawner. Ich bin tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Ich grabe erstmal hier oben auf. Wir zerstören das Haus quasi von oben. Oh, und hier sind tatsächlich Items und Sachen drin. Aber ich sehe keinen Hexenspawner. Okay. Hübsch eingerichtet haben die sich hier. Aber ansonsten sehe ich gerade nichts irgendwie. Ich baue gerade tatsächlich hier einfach auf. Dass, falls irgendwas Böses passieren würde, dass man hier irgendwie reagieren kann. Aber sieht mir gerade nicht danach aus. Deswegen mache ich mal ein Loch. Baut ihr nicht manchmal auch gerne Löcher? Also ich baue gerne Löcher. Warum ich Löcher baue? Tja, das erzähle ich euch gleich. Hört sich gerade ein bisschen an wie Dr. Löwenzahn. Oder so. Ähnlich heißt er, glaube ich. So, und jetzt gehe ich hin und gebe diesen Tieren so einen freundlichen Schubs. Weil ich keine Lust habe, dass mir nochmal so eine Katze passiert. Ich meine, die sind ja nicht doof, glaube ich. Aber sie sind auf jeden Fall doof genug, dass diese Viecher es noch hinbekommen, einfach so runterzufallen. Und ich stehe nicht so, Alter, ne? Das ist echt grenzwertig mit diesen Viechern. Haben wir eigentlich da hinten noch Pferde? Die leben immerhin noch. Gut. Wir leuchten dieses Island auch mal aus. Mir gefällt diese Insel irgendwie mehr als der Dschungel, weil sie so zugänglich ist. So, ihr kriegt auch ein bisschen Licht. So, was haben wir eigentlich unter dem Ding hier? Nix. Kriegt trotzdem Licht, sonst spawnen da irgendwelche Viecher. Jetzt bräuchte ich natürlich Weizen. Kriege ich irgendwie gerade Weizen zugange? Ja. Ich habe, glaube ich, noch einen Samen, den können wir pflanzen und dann schnell hoch. Das dachte ich gerade. Auf jeden Fall, hier haben wir übrigens einen Pilz. Das möchte ich mal so erwähnt haben und den auch gleich mitnehmen. Wir haben jetzt sehr wertvolles Gut, Leute. Ich denke, es ist so konzipiert, dass man von diesen Pilzen von jeder Art einen bekommt. Und ich hätte gerne von jeder Art einen bei mir zu Hause im Lager. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier geradlinig rübersprinten, mich nicht umgucken und noch keine verrückten Dinge machen und versuchen, diesen Pilz, scheint so, als hätte ich es geschafft, irgendwie lebendig darüber zu bringen. Wie sieht es bei unseren Creepern aus so? Creepern unsichtbar, das Viech da oben noch da. Aha, und jetzt habe ich mal endlich meine Rückmeldung bekommen. Von Simon, schön. Auf Skype. Weil wir wollten eigentlich irgendwann mal noch aufnehmen. So, Pilz ist da. Ja gut, ich schreibe ihm 2 Minuten zurück. Das muss er jetzt überleben. Zack. Und noch mehr Cobblestone bitte wieder. Also den Pilz haben wir auf jeden Fall gerettet. Das ist sehr schön. Ich würde ihn am liebsten hier aufstellen, aber dann kommt irgendwie ein Creeper und jagt das hoch und dann ist der Pilz weg. Jetzt Weizen. Farmland würde ich gerne irgendwie produzieren und ein bisschen Bone Meal. Das ist ein bisschen Verschwendung, was ich jetzt mache. Das gebe ich auch offen zu, dass das vielleicht nicht der klügste Weg ist, aber ich will diese Schweine safen, bevor es ein anderer tut. What do you do here? Jetzt könnte natürlich passieren, dass hier irgendwie... Oh, ich mach das hier schnell zu Farmland. Es fängt schon wieder an zu regnen. Lass es sein, Junge. Ich stell Regen hier drin ab. Ich baue mir noch was rein, dass das abstellt hier. So, sehr schön. Hat sogar nur 2 Bone Meal. Und wir haben den Samen wieder. Und haben halt dieses eine Weizen, was ich jetzt hier dafür gerne gehabt hätte. Und damit bewegen wir uns mal schnell hier rüber. Wann kommt denn dieser Part? Oh, ich weiß es nicht. Oh, da drüben ist gerade ein Tintenfisch runtergefallen. So, und jetzt können wir das nämlich hier ein bisschen optimaler machen. Und die Schweine verführen. Aber nicht mit Weizen, ich Vollidiot. Willkommen in der 1.7, wo es auch Karotten gibt. Willkommen in der 1.7, wo es auch Karotten gibt und Schweine auf Weizen nicht mehr reagieren. Ich bin so ein Held.
Aber ich glaube, Karotten, haben wir schon Karotten gefunden? Na, dann schiebe ich die halt weiter rein. Funktioniert doch eigentlich auch ganz gut. Solange man sie nicht unter das Haus schiebt. Good game, Skate. Ach man, Meiße baut sich erst Weizen. Ihr seid wahrscheinlich schon seit 2 Minuten am Facepalm, oder? So einfach so, ach Skate, dein Ernst jetzt? Och Mann, oh. Ich dachte, ich krieg's irgendwie raus. Ja gut, dann diese 2, ich brauche ja nicht alle. Dann scheißen wir jetzt auf die 2 Schweine im übertragenen Sinne natürlich. Versuchen das hier noch irgendwie da hinten reinzuschieben. Guck mich nicht so böse an. Massentierhaltung ist das hier. Ekelhaft. Und haben die auf jeden Fall hier soweit sicher. Solange mir keine Leaves hier runterwachsen, da muss ich mal schnell was unterbinden. Ich möchte sie aufhalten, ohne dass ich sie selbst komplett zerstöre. Weil das wäre blöd, weil die brauchen wir vielleicht irgendwann mal noch. Okay. Und hier haben wir auch den anderen Pilz übrigens. Sogar mehrere von diesen anderen Pilzen. 2 nehmen wir mal mit. Einen lassen wir hier stehen. Vielleicht einen, der sehr geschützt steht. Guck mal, diesen blauen Schimmer, auch sehr cool im Shader. Okay, dann bringen wir die jetzt noch zurück und dann würde ich sagen, dann war das eine weitere coole Folge hier. Ich darf dann gleich mal in Skype schauen und so. Und wir sehen uns morgen wieder, glaube ich jedenfalls, oder übermorgen, weil es wird nochmal coole Craft Attack Folgen geben. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Feedback nach wie vor, wenn ihr gerne weiter hypen wollt, dann schreibt Hype in die Kommentare und gebt dem Video gerne eine Bewertung, so wie ihr es eben meint. Wenn ihr sagt, Skate hat keine Ahnung, gebt ihm einen Daumen runter. Wenn ihr sagt, Skate hat keine Ahnung, aber ist trotzdem sympathisch, dann gebt ihr den Daumen hoch. Und okay, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.